Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Ich wollte gerade ein anderes Spiel nennen, ich bin völlig durch, ich bin hart übermüdet, aber ich will dieses Spiel durchkriegen. Ich war in den letzten Minuten, Stunden, Tagen hart gefrustet. Sag mal, wo ist denn die Mutter? Kommt einfach so, hey, deine Freunde sind da, ich bin wieder weg. Okay, meinetwegen. So, wie dem auch sei, wir werden uns hier nochmal ein bisschen ausrüsten. Gegner kommen hier zum Glück nicht. Aber wir werden nochmal ein bisschen Stuff kaufen. Geld haben wir ja genug. Nicht im Game Center, sondern hier im 24/7 beispielsweise. Da kriegen wir noch ein bisschen Stuff her. Hallo! Was gibt's denn hier Schönes? Es gibt hier irgendwie doch nicht so geilen Stuff. Halt alle deine Wunden. Ich dachte, hier gibt es coolen Stuff. Gibt es hier noch eine zweite Seite oder so? Nee. Auch nicht. Nein, ich will das nicht. Na gut. Vielleicht gibt es hier irgendwo anders nochmal was, wo wir ein bisschen mehr shoppen können. Uhren? Mal gucken. Willkommen! Kaufen. Uhr, Wecker, nope. Danke, nein. Aber es gab doch noch irgendwas. Hier so ein Toy? Was gibt's hier zu kaufen? Willkommen! Videospiel, Spielzeug, Puppe. Brauchen wir nicht. Irgendwo hier muss es doch noch irgendwas Sinnvolles geben. So. Irgendwas? Irgendwas, was man vernünftig shoppen kann? Nee. Hier nicht. Da dann? Der 24/7 war es nicht. Es muss doch hier irgendwo Maniküre und Pediküre geben. Gibt es auf jeden Fall. Hatten wir schon gesehen. Game Center war es nicht. Nee. Auf diesen Laden falle ich immer wieder rein. Nichts. Ich dachte, hier war irgendwie sowas. Was ist hier? Achso, nee, hier ist nur dieser komische Buchladen. Hier? Nö. Nö. Ah, das sieht doch gut aus. Ja. Hallo, willkommen. Was hast du denn hier? Eau de Cologne. Das ist schon mal bombastisch. Davon nehmen wir einen ganzen Haufen mit. Maniküre-Set. Verteidigung. Heilbad. Wie viel habe ich da? Achso, davon habe ich noch nicht so viele. Das macht nichts. Hustensaft. Nö, aber das ist schon mal ganz gut. Damit kann man arbeiten. So, raus hier. Und dann wollen wir uns jetzt mal zum Schrein bewegen. Der Schrein war irgendwo nach oben. Und dann weiter nach nach rechts. Ja, genau. Wir müssen nämlich zum Feuerschrein. In dem Ray und die anderen auf uns warten. Hallo, ich bin wieder da. Hier gibt es, glaube ich, auch nochmal eine Luna P, bei der ich auf jeden Fall nochmal das Spiel zwischenspeichern möchte. Und so, ich habe jetzt 66 Mal dieses Spiel gespeichert. Ich finde das schön, dass dieses Spiel das mitzählt. Also dann, Lagebesprechung, Mädels. Miau, miau. Ist das wahr? Shingo wurde entführt? Ja. Sie fordern uns auf, in die Zukunftswelt zu kommen. Wir wissen nicht, ob das eine Falle ist oder nicht. Shingo wurde vom Feind entführt. Auch wenn es eine Falle ist, muss ich gehen.
Aber es ist gefährlich zu gehen, ohne die wahre Natur unseres Feindes zu kennen. Das ist wahr. Aber wir können nicht einfach hierbleiben und zögern. Ich gehe. Miau. Auf geht's in die Zukunft. Also ist es entschieden. Ich werde dich durch Tor zu Raum und Zeit begleiten. Sehr schön. Pluto macht das richtig. Alarm, Alarm, Alarm. Ha? Warte einen Moment. Typ mit grünen Haaren? Nani? Es ist eine Weile her, Mamoru. Oh. Fiore! So sieht man sich wieder. Das habe ich jemanden namens Apsu zu verdanken. Wieso bist du wieder hier? Diese Apsu hat es mir gesagt. Du wählst ein unglückliches Schicksal. Fiore, du liegst falsch. Das stimmt, du wurdest hintergangen. Mal wieder. Hintergangen? Das denke ich nicht. Schließlich ist sie jemand mit genug Macht, um mich wieder zu erwecken. Natürlich. Natürlich ist meine und Mamorus Zukunft. Sailor Moon, du musst gehen. Hä? Warum? Er verwandelt diesen Ort in einen Blumengarten. Und jede Verzögerung, die euch daran hindern würde, in die Zukunft zu reisen, wäre fatal. Daher reist ihr vorerst ohne mich in die Zukunft. Ich werde euch folgen, sobald ich Fiore besiegt habe. Verstanden. Hey Sailor Moon, lass uns gehen. Aber ich muss mit Taxidomest bleiben. Ich kann euch nicht gehen lassen. Komm mir nicht in die Quere, Mamoru. Fiore. Es scheint, als müsste ich nach allem doch gegen dich kämpfen. Stirb nicht, Taxidomask. Der Kristallpalast ist... unter Wasser geraten? Schwabbelwabbel? In Pudding? Was hat das zu bedeuten? Er scheint zu flimmern wie eine Illusion. Das Schicksal beginnt sich zu verändern. Das passiert, weil ein Regenbogenkristall und Shingo in der Vergangenheit Apsu in die Hände gefallen sind. Shingo. Das ist unfair. Lass Shingo sofort wieder frei. Wenn du ihn zurück willst, komm in das dunkle Schloss. Dein süßer Bruder ist dort. Aber Apsu hat sehr wenig Geduld. Es könnte für den Kristallpalast schon zu spät sein. Das ist so unfair. Wenn ihr Kriegerinnen seid, dann kämpft gefälligst fair. Fair? Dann müssten wir euch ja gleich unseren Plan verraten. Aber ich bewundere euren Ehrgeiz. Daher bekommt ihr zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder Shingo Tsukino opfern, um der Königin zu helfen, oder die Königin opfern und Shingo Tsukino retten. Für wen entscheidet ihr euch? Wählt das, was ihr für richtig haltet. Welches arme kleine Ding werdet ihr im Stich lassen? Sailor Merkur? Sailor Mars? Sailor Jupiter? Sailor Venus? Wenn ihr die Dinge mit uns regeln wollt, kommt in das dunkle Schloss. Wir werden euch sehnsüchtig erwarten, Sailor-Kriegerin. Shingo. Oh? Was? Was ist das für ein seltsamer Ort? Wo sind die anderen hin? Irgendwie scheint es so, als wären wir hier allein. Aber dieser komische Ort... damit können nur sie was zu tun haben. Kommt raus, Oppositus Shenshi! Ihr habt uns durchschaut. Nun, da es das zweite Mal ist, dass ihr an diesem Ort seid, konnte es nur so kommen. Aber wenn ihr Hilfe sucht,
wird keiner kommen, um euch zu helfen. Ihr werdet im Stich gelassen. Das wurden wir sicherlich nicht. Du benutzt eine Illusion, um uns zu täuschen. Warum sollten wir das? Vielleicht habt ihr euch wirklich nicht das Schicksal gewünscht, durch das ihr euch ständig kämpfen müsst. Also hör auf damit, ständig gegen uns vorzugehen. Wir haben nämlich ein tolles Schicksal für euch vorbereitet. Hä? Ah, Vater. Und Mutter auch? Was ist denn heute los? Es passiert so selten, dass ihr zwei zusammen seid. Ist das so? Übrigens, Amy, willst du nicht heute mit uns essen? Du solltest es wirklich... Heute ist doch der Jahrestag meiner Hochzeit mit diesem Mann. Richtig, dieser Mann. Das war nicht sehr taktvoll. Lass es gut sein, Vater. Essen wir zusammen. Mamoru. Hä? Was ist los? Du bist ja ganz rot im Gesicht. Geht es dir gut? Oder ist irgendwas mit Bunny? Ach, ihr geht's gut. Wie auch immer. Wohin sollen wir heute gehen? Wohin willst du denn gehen? Wohin? Zu dir nach Hause vielleicht? Er spricht nichts dagegen. Super. Toll, Mamoru hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Dieser Typ, der sieht aus wie 40. Kenji! Was ist los? Du bist ja ganz rot. Ist alles in Ordnung? Heute hat ein Mädchen nach dir gesucht. Ja, vermutlich Bunny. Ich werde sie später anrufen. Aber abgesehen davon, Kenji, wie fandest du deine Lunchbox heute? Ah, sie war wieder sehr, sehr gut. Obwohl du eine so große Frau bist, hast du ein Händchen fürs Essen. Ah, du hast schon wieder gesagt, ich sei groß. Es tut mir leid, wirklich. Aber weil ich auch so groß bin, kann ich dich gut leiden. Kenji. Kenji. Noch einer? Kenne ich dich? Ich heiße Minako Aino. Minami, bitte lies das. Hikaru, ich hab's getan. Ich habe Minami einen Liebesbrief gegeben. Und wie hat er reagiert? Ich hab vergessen zu warten, bis er ihn gelesen hat. Minako, wie konntest du sowas nur vergessen? Also wirklich... Wie war's denn? Lass uns aufhören zu kämpfen. Ihr habt doch nichts davon, wenn ihr gegen uns seid. Was habt ihr jetzt vor? Seid ihr bereit für Sailor Moon euer wahres Schicksal zu vergessen? Ja, stimmt, vielleicht seid ihr es nicht und ihr wollt nie Sailor Krieger werden. Also kehrt zurück in euer richtiges Leben. Wenn ihr das tut, wartet das Schicksal eurer Träume auf euch. Die Illusion, die du uns gezeigt hast, ist der Alltag, den wir uns wünschen. Aber wir haben uns schon entschieden. Wir werden an Sailor Moons Seite kämpfen. Wenn Sailor Moon nicht gewesen wäre, wären wir alle bestimmt sehr einsam. Aber jetzt sind wir alle hier. Im Namen der Freundschaft und für Sailor Moon werden wir kämpfen. Wie lange wollt ihr noch diese Dinge sagen? Ihr habt eine großartige Chance verspielt. Wie dumm. Gebt endlich auf. Ihr seid wirklich wahre Sailor-Kriegerin. Ich freue mich darauf, euch im dunklen Schloss wiederzusehen. Hey Leute, was ist passiert? Wir haben nur geschlafen, alles ist gut. Sailor Moon? Ihr habt mich erschreckt. Ihr seid plötzlich zusammengebrochen. Der Feind hat uns angegriffen. Es scheint, als hätte man uns eine Gehirnwäsche verpasst. Aber keine Sorge, solche Attacken wirken bei uns nicht. Ja, das stimmt. Selbstverständlich. Aber
Sie haben die Königin und Shingo gefangen genommen. Das ist so niederträchtig. Ich kann niemanden im Stich lassen. Ich helfe beiden. Warte, lass uns zuerst die Königin retten. Der Feind will ihr offenbar nicht gegenübertreten. Außerdem, wenn man sie im Kristallpalast gefangen hält, wird der Feind dort keinen Fallen stellen können. Und wir müssen wissen, was der Feind weiß. Vielleicht finden wir ja seinen Schwachpunkt. Das ist nicht richtig. Shingos Leben ist in Gefahr. Wenn wir erst Shingo retten, ist es noch nicht zu spät, der Königin zu helfen. Aber wir wissen nicht, ob der Königin in der Zwischenzeit etwas passiert. Vielleicht hofft der Feind, dass er so mehr Zeit bekommt, den Palast anzugreifen. Verdammt! Diese miesen kleinen Tricks! Teilen wir uns vorübergehend auf. Das ist unsere einzige Chance. Dann lasst uns entscheiden, wer wohin geht. Ich werde Shingo retten. Wenn ich nicht gehe, wird mein zukünftiges Ich es bereuen. Ich werde zu Mama gehen. Leute, was wollt ihr tun? Ich habe noch eine Rechnung mit Nergal offen, also gehe ich mit Sailor Moon. Ich denke, Merkur, Jupiter und Venus werden das auch. Ich? Ja. Ich habe noch ein Hühnchen mit dieser Marduk zu rupfen. Bei mir ist es diese verrückte Ishtar. Und bei mir ist es Nabu. Wenn wir uns trennen, ist es mir egal, mit wem ich zusammenkämpfe. Aber wenn ich mich entscheiden muss... Tatsache ist, ich kann beiden nicht vergeben. Ich gehe mit der kleinen Lady. Ich auch. Okay. Wir müssen uns aufteilen und ich glaube... Also, wir haben jeweils zwei, die maximal sind und zwei, die minimal sind. Von daher würde ich sagen, gehen wir die klassische Runde durch. Wir nehmen Sailor Merkur. Wir nehmen Sailor Mars. Sailor Jupiter. Und Sailor Merkur. Für die Gruppe von Sailor Moon. Und Shibusa bekommt Uranus, Neptun, Pluto und Satan. So, ich glaube, damit sind wir fair aufgeteilt. Klingt das gut? Ist meine Freundin zufrieden? Satan besonders. Ausgezeichnet. Also dann. Leute, grüß die Königin von mir. Shibimun, sei vorsichtig, lass dich nicht gefangen nehmen. Wie immer. Du auch, Sailor Moon. Gut, wir gehen dann. Wir werden sicher nicht verlieren. Pass auf dich auf, Sailor Moon. Was sollen wir tun? Miau. Dann gehe ich mit Sailor Moon. Miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau. Klar, du auch. Sailor-Krieger sind auf dem Weg hierher. Aber zuerst muss ich mein Schicksal ändern. Wenn ich das nicht tue, könnte mein Leben schon morgen früh vorbei sein. Und wenn ich mein Schicksal ändere, dann wäre der Silberkristall in meinen Händen. Die Macht des Silberkristalls und die Macht des Schicksals zu ändern. Mit beiden Kräften wäre ich die unsterbliche Herrscherin. Abso? Es scheint, als hätten sich die Sailor-Kriegerinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Das ist mir egal. Solange sie nicht meine Zeremonie stören, sollen sie tun, was sie wollen. Verschafft mir nur etwas Zeit. Verstanden. Die Zeremonie wird im Turm der Zeit stattfinden. Fiore kämpft gerade gegen Tuxedo Mask im mittleren Stockwerk. Sag Ansha, er soll einen direkten Pfad zum Turm der Zeit freihalten. Gut. Schon bald. Die Welt, die du dir wünschst, ist nah. Eine Welt, in der du mit deinem Bruder in Frieden leben kannst. Vielen Dank. Beeil dich. Bring mir den Silberkristall. Schnell. Nanu, wo sind wir denn jetzt gelandet? Speicher hier ab. Ich glaube... Es wird hier ziemlich haarig für uns.
weil ich nicht sicher bin, ob meine Sailor-Kriegerinnen stark genug für den ganzen Spaß hier sind. Also sie haben auf jeden Fall eigentlich ganz gute Gegenstände. Saphirring und so weiter. Ich schaue erstmal ganz kurz die Accessoires von denen durch. Okay, das passt. Wie sieht es bei Jupiter aus? Ihr fehlt ein Ohrring. Ich muss mal echt gucken, ob ich ihr nicht irgendwas geben kann. Die Halskette gibt ihr zumindest... Nee, reduziert die Verteidigung. Schade. Na gut. Wie sieht es bei Venus aus? Nee. Schade, wir haben wohl irgendwo einen Gegenstand übersehen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Kommen hier Gegner? Scheinbar nicht. Kein Power-Leveling. Das ist ja traurig. Shingo, halte durch. Ich werde dich retten. Ah, hier kommen Gegner. Ich bin mal gespannt. Vor allem, oh, was? Dorknorbar, Dorknorbar und Umbaula. Okay. Mit denen können wir doch sicherlich so coole Sailor-Sieg-Angriff. Aha. Der Sieg ist unser, führe es. Und Sailor Planet Attack. Das klingt auch cool. Probieren wir es doch mal. Okay. Mit denen machen wir hier ganz normale Angriffe. So. Wirbelsturm des Jupiter und Feuerherz. Moment. Feuerschau, genau. Okay, für einen Moment habe ich gedacht, das könnte tödlich enden. Seit wann macht Merkur so viel Schaden? Alles klar, Venus metzelt hier richtig los. Jupiter? Was geht bei dir? Oh, die sind nicht so. Ich glaube auch, Ray wird nicht so gut drauf sein. Nee, dachte ich mir schon fast. Hä? Hat die Attacke nicht gezogen? Oh, das ist doch ein Witz. Na gut. Dann müssen wir halt eben die harte Nummer nehmen. Okay, Venus regelt das Ganze hier. 21.300. Alles klar. Mars und Jupiter pulvern sich die Level hoch. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für die haben in einem einzigen Kampf 7 Level gemacht. 7. Ich würde mal behaupten, wir bleiben hier noch ein bisschen. Also, an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Let's play Sailor Moon Another Story.